Hier ist die Haltung Deutschlands klar. Es ist Teil unserer Staatsraison, für die Sicherheit des Staates Israel einzutreten. Und dieser Satz gesagt bedeutet dann natürlich auch, dass, wenn man für diese Sicherheit Hilfe aus Deutschland braucht, Deutschland diese auch gewähren muss. Übrigens ohne Mitspracherecht bei innenpolitischen Angelegenheiten in Israel. Ja, das ist ja ein Kernproblem der europäischen Außenpolitik, dass oft ein einziges Land ein Vetorecht einlegen kann und man dann nicht handlungsfähig ist. Ich glaube, dass wir Stück für Stück auch zu Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik kommen müssen.